Hallihallo, hallöle, liebe Butterblümchen da draußen. Ich begrüße euch zu einem zeitlosen Liebesorakel und wir gucken heute einfach mal, was kommt. Wir stellen keine konkrete Frage. Was ist heute wichtig? Was will gezeigt werden in eurer Liebessituation? Ne? Das ist ein allgemeines Reading. Bitte nicht als persönliche Legung ansehen. Und wenn du eine persönliche Legung möchtest, schau einfach mal unten in der Beschreibung. Da findest du also meine Homepage und E-Mail, Telefonnummer für WhatsApp und alles weitere. Ich glaube, das war soweit. Ach so, ganz kurz an der Stelle, Leute, ich möchte noch was erwähnen. Es ist ja noch gar nicht so lange her, vor einigen Wochen ging es mir ja noch sehr, sehr, sehr schlecht. Und das war wirklich gar nicht mal so lustig, sag ich mal, ne? Ich habe mich total übernommen, ihr wisst das ja, ihr kennt die Geschichte. Und ja, ich habe mich echt ganz gut wieder berappelt, habe einige Sachen verändert in meinem Leben. Und ich möchte euch da nochmal meinen Dank aussprechen. Ich sag euch ganz ehrlich, so viele haben mich unterstützt. Ich möchte das jetzt gar nicht alles wieder aufzählen, ihr wisst das alle selber. Und das hat es mir so viel leichter gemacht und so geholfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und dafür möchte ich euch alle Butterblümchen, die zuschauen, die dieses Video schauen, ich möchte euch meinen größten Dank, ich könnte jetzt schon wieder anfangen zu heulen, aber ehrlich jetzt, ich möchte euch so von Herzen nochmal danken, dass es euch gibt. Und ja, dass ich euch auch nicht egal war in der Zeit und dass ihr das nicht so gesehen habt, ach ja, jetzt kann sie keine Orakel mehr machen. Oh ne, da bin ich erstmal raus. So, ne, jetzt kann sie nichts mehr geben. Jetzt ist sie selber auf Reserve so. Ne, kann ja nichts rauskommen. Sondern mich gestärkt habt und dafür danke, ne? Das wollte ich nochmal sagen an der Stelle. Ja, und für alle, die zum ersten Mal jetzt hier auf ein Video von mir gestoßen sind, möchte ich sagen, willkommen bei Schusselines Orakelstübchen. Ich bin jetzt ein bisschen raus. Willkommen bei Schusselines Orakelstübchen. Ich würde mich freuen, wenn du den Kanal abonnierst. Natürlich, ist ja klar. Ne? Aber auch so ein Däumchen nach oben bin ich schon zufrieden mit und glücklich. Ich hoffe, die Lichteinstellungen sind so gut für euch. Bitte, bitte sagt mir, wie das Bild für euch ist. Von den Lichtverhältnissen her. Dann kann ich das nämlich so einstellen. Dann muss ich nicht jedes Mal eine halbe Stunde rumtüdeln, bis ich hier die richtige Stärke und allen Pipapo habe. Ne? Würde mir der eine oder andere bitte ein kurzes Feedback geben? Das wäre lieb. So, und jetzt geht's los. Jetzt gucken wir, was zeigt sich. Wir wollen einfach mal wissen, was zurzeit wichtig ist. Was soll denn raus? Orakelchen. Was soll heute an der Stelle für den einen oder anderen da draußen gesagt werden? Hier ist noch was gewesen. Das habe ich genau gesehen. Da hat sich nur eine versteckt. Nee. Ach doch, da, siehste. Siehste. So. Einmal mische ich noch. Was sich dann nicht zeigt, das möchte sich auch nicht zeigen. Geschlechtertechnisch ist das hier völlig egal. Wenn du ein Mann bist, stellst du dir das andersrum vor. Ne? Da wollte nichts mehr raus. Habt ihr gesehen? Und jetzt geht's los. Auf die Plätze. Fertig, los. So. Okay, da zeigt er sich schon hier als Bär. Ne? Als der starke Bär. So, und jetzt pass mal auf. Bevor jetzt hier wieder das Herzrasen losgeht, weil die Schlange sich hier zeigt. Die Schlange ist nun mal Teil des Kartenbildes und die ist nicht immer, das könnt ihr euch ja vorstellen, die hat nicht immer die Aussage einer Rivalin, einer Konkurrentin, einer anderen Frau. Ja, also es ist auch mal eine Verstrickung. Ne? Es ist aber sehr häufig halt eine weibliche Energie. Okay, das müsst ihr euch so vorstellen. Also nicht alle Frauen da draußen, nein, jetzt ist es soweit, nein. Ne? Wir haben hier eine verzwickte, verstrickte Situation, okay? Er zeigt sich hier als Bär, habe ich schon gesagt. Also er ist ein Typ, um überhaupt mal so eine Resonanz oder ne, dass ihr mal gucken könnt, spiegelt das irgendwas von mir auch wieder, von meinem Leben, von meiner Liebesgeschichte?
will ich das mal so ein bisschen näher beschreiben. Und zwar, er ist so ein Typ, ja, der ganz gerne stark sein möchte, dem es sehr wichtig ist, gewisse Dinge auch unter Kontrolle zu haben. Ne? Es muss jetzt nicht der Kontrollfreak sein, sondern es ist einfach so ein kurzer Abriss so von der groben Persönlichkeit. Ne? Also diesen Menschen ist sehr oft eben wichtig, dass sie in ihrem Leben die gewisse Dinge, gewisse Schäfchen im Trockenen haben. Ne? Also das habe ich, das ist soweit alles in Butter. Da ist mein Job, da ist meine Eigentumswohnung, meine Wohnung, was auch immer, mein Haus, ne? Und so weiter. Und das habe ich unter Kontrolle und da kann jetzt nicht morgen, wups, was passieren und auf einmal ist alles weg. Ne? So, das ist eher immer so ein Typ, der gerne mit beiden Beinen auf dem Boden steht und dadurch häufig auch kopflastig denkt, ne? Also nicht fühlt, auch so das Fühlen mit reinbringt, sondern eher so, wenn das Gefühl mit reinkommt bei Entscheidungen und so, dass er wegdrückt und sagt, nee, also hier mit Gefühlsduselei jetzt, das ist an der Stelle unvernünftig, wollen wir doch mal eher jetzt gucken, was kann dann kommen. Ne? So, ihr versteht, was ich meine. Aus diesem Muster heraus passiert es, dass ihm Dinge schnell zu viel werden, er sich überfordert fühlt oder er Situationen auch einstuft als, oh, könnte gefährlich werden, ist anstrengend oder, ne? Und sich aus diesen Situationen rausschlängelt. Was, verstehst du, was ich meine? Sich nicht stellt, da irgendwie nicht ein klare, das Ding auflöst, ne? Was auch immer das da zwischen euch da ist, ne? Natürlich kann es bei dem einen oder anderen auch noch eine Frau sein, die da irgendeine Rolle spielt. Das will ich jetzt nicht komplett abstreiten. Aber es ist nicht das, was jetzt hier ausschlaggebend gerade ist. Also worum es jetzt hier gerade geht. Ne? Das meine ich damit. Das meine ich damit. So, meine Jute. Moment, ich habe schon eine ganze Dörre im Mund. So, pass auf. Jetzt haben wir nämlich die Mäuse hier. Und ich habe ja gesagt, ihr müsst euch das so vorstellen. Er, ein Typ, der gerne alles unter Kontrolle hat, beziehungsweise der kopfmäßig gerne beruhigt ist. Ne? Aber jetzt ist da bei ihm unterschwellig, ne? Im Unterbewusstsein, auf der Gefühlsebene, ordentlich was los, denn da hat sich eine Mäusefamilie eingeschlichen, die natürlich nicht doof sind. Und nachts rauskommen, wenn er schläft, sozusagen sinnbildlich, ihr wisst das, ne? Ihr kennt das. Und ja, aber er kriegt's irgendwo trotzdem mit. Da nagt was, ne? Irgendwie habe ich das Gefühl, der Käse ist am nächsten Tag viel kleiner, ne? So, aber auf der unbewussten Ebene nagt da etwas, ist da ein Gefühl, mir wird was weggenommen, ich verliere etwas oder da wird was weniger, ja? So, ihr müsst das auf eure Geschichte natürlich irgendwie sehen, wie sich das zeigt bei euch, ne? So, jetzt haben wir noch was hier, die Vögel. Also das heißt, aus dieser Situation raus, ne? Ich habe euch gerade gesagt, den Turm, er zieht sich gerne raus, wenn irgendwas, ne, schwierig wird auf seiner Kopfebene. Und ja, da ist er in dem Muster so ein bisschen auch verstrickt drin. Und trotzdem zweifelt da, nagt da was, ne? Und hier kommt eine kleine, ja, eine Situation auf ihn zu, die Ruhe so ein bisschen, die er hier hat in dem Türmchen, guckt euch mal an, also einen ruhigeren Ort, kann man sich doch jetzt gerade gar nicht vorstellen, oder? Sag mal ehrlich. Und in dieser Ruhe, ne, die Ruhe, die ist aber die Ruhe vom Sturm. Denn, das wäre auch ein Titel, denn das ist wirklich die Ruhe vom Sturm, ganz ehrlich. Denn da wird er so ein bisschen rausgerissen. Und das ist jetzt nicht mal so dein Ding. Es zeigt sich natürlich in eurer Verbindung. Das ist klar, ne? Aber das ist jetzt gar nicht mal so dein Ding. Sorry. Sondern sein Ding. Denn diese Aufruhr, dieser Sturm, der zeigt sich in seinem Leben, ne? Jetzt ist hier am Ende des Tages, möchte er natürlich wieder alles in die Festigkeit, das Haus, so dieses Moment, das ist, steht, das habe ich. Das boostet kein Wind weg oder, ne, weht kein Wind weg oder kein Sturm,
Ne, da will er natürlich gerne hinkommen, aber unverhofft kommt oft. Und jetzt ziehen wir da natürlich noch Klärungskarten drauf. Nämlich mit dem Überraschungseffekt, den wir hier noch liegen haben. Also hier tut sich was in seiner Welt. Da, ohne dass er das, dass ihm das recht ist, ja? Ja. Gucken wir mal, kriegen wir eine Karte. Oh, da. Oh. Was? Oh, Teamwork, Leute. Ne? Und da geht es darum, dass, guck mal, der eine zieht den anderen hoch. Ne? Darum, das muss er. Er ist so ein Einzelgänger in gewissen Dingen. Ne? Er ist so ein selbst in sich, er macht seine Welt, ne? Sein Ding. Er macht das schon. Ne? Und das ist das, was er lernen muss. Und da kommt in seinem Leben Situationen, die ihn da heranbringen. Ne? Dass er das kann der nicht von heute auf morgen so zack, ey. Und ich will jetzt an der Stelle nicht sagen, dass er hier voll der Ego-Typ ist, ne, sondern darum geht es auch gar nicht. Und hier schon mal gar nicht irgendwas bewerten, sondern die Situation ist halt so, dass er in diesem Muster, was haben wir denn gesagt, gerade vorhin mit Muster, auch selbst so ein bisschen gefangen ist. Und hier geht es nicht darum, Situationen jetzt hier zu bewerten. So, auf jeden Fall, da kommt ganz überraschend, also plötzlich, das schneidet da in die Situation rein, ob er will oder nicht, ne? Das kommt nur darauf an, wie geht er dann damit um, ne? Ich meine, die sind noch sehr neu, die Karten, deswegen sind die noch so glatt und schwerer zu mischen. Komm, wir machen nochmal. Orakel, da ist aber eine jetzt. Was haben wir? Oh, Vertrauen. Und da, das sind ja wohl eindeutige Aussagen, ne? Also zum einen dieses Teamwork und dafür braucht er Vertrauen. Guck mal, ne? Der eine braucht ja das Vertrauen, dass der andere nicht einfach mal hier, ich lass los, ne? Und tschüss, so nach dem Motto, ne? Auf Wiedersehen. Die Sicherheit muss er ja, ey, du lässt mich nicht fallen. Du lässt mich nicht los, ne? Im Gegenteil, du ziehst mich mit hoch und mit deiner Kraft, ne, hilfst du mir auch hochzukommen. Und darum geht es. Oh, da kriege ich eine Gänsehaut. Na, okay, meine lieben Zuckerröschen. Das Schuseline verabschiedet sich jetzt von euch. Wir hören morgen wieder voneinander. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich schicke euch ganz liebe Grüße. Es ist heute ein bisschen kürzer, aber ihr müsstet verstehen, es ist ja heute Sonntag, ne? Und ich wollte euch aber trotzdem ein kleines Geschenk machen. Darum alles Liebe. Tschüss.